Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Ah! Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Oh, das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Gold etwa einen Arschgeweih, Adler oder sowas? Wow. Jetzt aber. Brenne, Elysium, brenne. Noch eine Errungenschaft. Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Und zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Es ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen? Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam geht's echt auf den Sack, Mac. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Wow. Goal! Himmel, Herbert, noch eins. Sie hat die Zeitmaschine gestohlen. Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft. Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Viewlocks, Schnurrbärte. Moment, sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Okay. Rufus will sein Happy End haben. Bist du dabei, Mac? Was muss ich übersehen haben? Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. So, gehen wir erstmal hoch. So, da ist Goals Gepäck. Rufknopf und Rohre. Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Bumsi-Dinge tun. Sowas auf Anhieb. Ah ja. Map. Du Armer, meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht, zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät. Und falls du gar kein Elysianer bist, fahr zur Hölle! Schankedön! Schankedön! Und jetzt? Gibt es Probleme? Ich komme nicht weiter. Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Hm? Oh, was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Okay, es macht automatisch. Trödel nicht so. Oh, Cletus. Wenn wir erst einmal verheiratet sind. Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was?
Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Precious. Princess? Nein. Precious ist da drin? Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichel-Varan. Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack. Au. Wir hatten einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Oh. Siehst du? Ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawine. Das brauche ich. Oh. Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den Ältestenrat und alle anderen. Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit? Ach, sag schon. Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Au! Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Na toll. Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Auch die wohl nicht. Jetzt haben wir ja nicht das Gegengift. Hör auf abzulenken. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Knatteratata. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Hä? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus. Vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Das werde ich noch bereuen. Wenn sie nur nicht so heiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Ein Fuchs, ein Fuchs, ein Fuchs, ein Fuchs, ein Fuchs. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? So, wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten. Wir können ja jetzt erstmal nur das Gepäck hier uns ansehen. Poisonous befreien, ja, warum nicht? Hey, stopp! Komm zurück, du pandemisches Pestgetier! So. Laserpointer? Was gebe ich jetzt für einen echten Laser? Den können wir mitnehmen. Rufknopf. Was haben wir hier? Cletus. Rohre. Oh, da haben wir eine ID-Karte. Sobald Cletus seinen Hintern rausstreckt, offenbart sich seine wahre Identität. Von hier aus komme ich da nicht ran.
Ach, verdammt, wie sollen wir denn das machen? Rohre? Ah, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Ein Bastler. Okay, was sollen wir machen? Mit dem Laserpointer rumziehen oder was? Vielleicht die Rohre? Oh! Okay. Jetzt reicht's aber. Poison ist weglocken. Ah. Komm her. Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Au. Böser Pestspeichel voran. Bei Fuß, du Kröte. Papa ungemütlich. So, jetzt können wir hier unten durch. Jetzt reicht's aber. So, jetzt müssen wir das nach unten ziehen, die Klappe. Dann die hier hoch. Dann müssen wir hier hoch. Dann müssen wir hier lang. Dann müssen wir die Klappe nach rechts aufmachen. Irgendwie. Da wahrscheinlich nach oben. Böser Pestspeichelwaran. Böser Pestspeichelwaran. Bei Fuß, du Kröte. So, jetzt haben wir das hier offen. Muss ich hier hoch, dahin, da runter. Jetzt reicht's aber. Verstehe so langsam, wie das hier funktioniert. Nein. Das müssen wir so aufmachen. Das so. Dann müssen wir das hier aufmachen. Nee, der Tür soll mal hinter sich zumachen. Dann müssen wir hier runter. Dann hoch. Dann hier rüber. Dann nach unten. Ah. Jetzt hier hoch. Dann links. Nein. Nein. Ach, jetzt doch nur nach unten Ach, verdammt, ich versteh's gerade nicht. Gleich wird Papa ungemütlich. Reicht's aber. Ich glaube, ich muss oben rum. Erstmal. Komm her. Hier lang. Dann da lang. Dann runter, dann hoch. Ah ne, das funktioniert nicht. Lass mich mal überlegen. Ich muss hier hoch. Waran. Wenn ich jetzt hier durchgehe, mache ich das wieder zu. Krötios. So, wenn ich jetzt hier lang gehe. Nee, ich muss jetzt hier hoch. Okay, dann kann ich unten durch. Jetzt reicht's aber. Dann kann ich rechts rüber. Nee, ich muss irgendwie... Hä? Nee, wenn ich jetzt runtergehe... Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Bei Fuß, du Kröte. Wie mache ich das hier am besten? Gleich wird Papa ungemütlich. Jetzt reicht's aber. So, mach das jetzt. Dann mache ich hier das wieder zu. Ich verstehe es gerade nicht. Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Jetzt haben wir alle Klappen zu. Ich verstehe es nicht, Leute.
Gleich wird Papa ungemütlich. Hä? Jetzt reicht's aber. So. Das hier. Also, das hier war jetzt irgendwie Ausgangssituation, ne? Jetzt hier rüber gehen? Okay. Runter können wir nicht, also müssen wir jetzt wieder nach links. Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Hier müssen wir eigentlich runter und nach oben, oder? Dieser Pestspeichel war ran. Bei Fuß, du Kröte. Wird Papa ungemütlich. So, jetzt wenn wir jetzt hier. Komm her. Aha. Komm, Poisi, Pussi, Poisi, Pussi. Ach Mann. Bei Fuß, du Kröte. Ah, jetzt müssten wir. Ah, jetzt. Ich würd Papa holen. Ah, okay. Endlich. Ach, dieser imbezile Dummfrosch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. So, jetzt ist da die ID-Karte. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ach, der kommt immer noch nicht ran. Das gibt's doch nicht. Ach so, der kommt hier. Ah, oh, jetzt aber. Was denn jetzt noch? Das Hochboot kömmt. Jetzt heißt es, sich sputen. Kömmt. So, jetzt kommt das Hochboot. Und wir müssen, was wir machen? Von hier aus komme ich da nicht ran. Hä? Hey, die Karte haben wir doch jetzt. Ach, wir können auch wieder hier runter gehen. Okay. Chronicle. Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest. Kein Problem. Das haben wir gleich. Oh. Was? Au! Out! Geht! Was denn? Oh Gott. Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Ja, dann brauchst du das Gegengift wahrscheinlich. Hier, nimm das, dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Knatterer Dröhnen, jetzt... Liegt der Furz bis... Was ist denn nun los? Aufhören! Bitte aufhören! Aufhören! Bitte aufhören! Okay. Aufhören! Bitte aufhören! Aufhören! Was können wir jetzt noch machen? Und? Geht's wieder? Schon. Aber... Was für ein Teufelszeug hast du mir da gegeben? Ein bisschen mehr Dankbarkeit, ja? Ich habe dir immerhin das verpfuschte Leben gerettet. Ja, aber um welchen Preis? Scheißen. Ist doch ein guter Preis. Was stimmt bloß nicht mit dieser Belüftungsanlage? Dann gehen wir mal hoch.
So, können wir jetzt hier... Nee. Das sind wahrscheinlich jetzt in Rohren. Dran vorbeischleichen. Aufhören!